Oha, das sieht aber wackelig aus, das Ding hier. Naja, wir werden das mal versuchen. Der Flug ist nämlich nur so ungefähr 20 Meilen, vielleicht ein bisschen in der Größenordnung. Das Wetter ist mal wieder angeblich perfekt, sagt jedenfalls X-Plane. Und wir haben inzwischen Gebäude für den Flughafen. Hey, ja, man kann die extern laden. Anscheinend kriegt X-Plane 11 das selber nicht hin, da Gebäude hinzubatzen. Also nimmt man jemand anders. Egal, erstmal Bremse los, Gas rein. Ich bin mal gespannt, was passiert. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Segler. Hör mal was? Ist aber leise, ne? Ist bestimmt ein Sparmotor. Oh, da muss ich mal ordentlich treten hier. Ja, ne? Ihr wisst ja, Spornradflugzeuge, eine totale Spezialität von mir. Zum Glück haben wir kein Wetter. Na, er hüpft schon. Kommt er auch so allmählich? Ja, kommt in die Gänge. Sehr gut. Dann brauchen wir die Mountainkamera auch nicht mehr. Und natürlich müssen wir noch einmal den hier machen. Ja, dass ich das bin. Und wir müssen noch einmal den hier machen, dass man das alles auch in Fullscreen sehen kann. Seht mal, endlich stehen da wieder Flugzeuge in der Landschaft herum. Außerdem möchte ich natürlich von euch ein Thumbs Up haben. Ist ja klar. Aber das reicht jetzt auch in Eigenwerbung, ne? Ja, ist aber sehr leise. Der Wind ist lauter als der Motor. Dann würde ich sagen, überreden wir mal den Autopiloten, den wir vermutlich gar nicht hätten. Den überreden wir jetzt mal, das zu tun, was ich will. Toi, toi, toi. GPS, Höhe, bla bla bla. Ja, sehr schön. Anhöhe. Okay, Höhe, der will nicht. Dann muss ich immer eben neu, den Strom entziehen. Ihr kennt das ja schon, nicht wahr? Dann einmal Knöpfchen drücken, bis hoffentlich irgendwelche Lämpchen angehen. Sehr schön. Dann drehen wir die Höhe mal auf. Boah, ich weiß nicht, 2000 Fuß, ne? Ja, der hier ist offenbar noch nicht so verändert, dass er 100 Fußweise verstellt, sondern der muss noch einen 10er Schritten nehmen. So, da geh hin. Steige, Flugzeug, steige so gut du kannst. Und halte dich dann dort, ja. Und das nächste, was sein muss, sind natürlich Fotos. Dafür steigen wir aus. Ladschlungsflugzeug herum. Ach du lieber, mein Vater, ich bin gar nicht da. Oder ich bin ein Vampir. Und man kann mich gar nicht sehen. So. Was gibt das denn für ein Foto mit so einem Hintergrund? Naja, warum nicht? Knips. Nein. Nicht Knips. Da Knips. Ha! Ich sag ja, diese Tastatur ist anders als andere, aber sowas von anders als andere. Okay, Abstand halten. Sind das jetzt Satellitenbilder? Ja, das sind ganz eindeutig Satellitenbilder. So will ich das auch haben. Na, kann man rechts sehen, wie die Autos auf der Landstraße neben der Straße daher donnern. Die Satellitenbilder haben recht, X-Plane hat nicht recht. Das möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Da auch. Sie bratzen über den Acker. Dafür ist die Realität ein bisschen farblos, wie ich finde. Aber naja, ne, die Hersteller dieser Luftbilder, die, ne, ja, ihr seht schon, wie die Luft ausgeht dabei. So, ja, wir fliegen angeblich nach Torp, nachdem ich kurz vorher schon mal geguckt habe, weil mir die Sache irgendwie spanisch vorkam. Natürlich gibt es keine Stadt namens Torp, sondern Torp ist wieder mal ein von den Schweden so sehr geschätzter Verwaltungsbezirk. Kann ich das so fliegen lassen? Ja, ich glaube, das kann man so laufen lassen, ne? Höhe 2000 Fuß, Geschwindigkeit 105. 106, 107, ja, er arbeitet sich mühsam ran, komm. Ich glaube, dass er das schon ein bisschen überfordert ist. Gehen wir mal auf jeden Fall auf 100 zurück. Wir haben jetzt sowieso nur 11 Minuten Flugzeit. Also, Torp. In Wirklichkeit ist das eine Stadt, die in der Nähe, die heißt Sandefjord. Das ist eine Kommune in der norwegischen Landschaft, Vestfold in der Provinz. Ach, kann der doch keiner aussprechen. Sie besteht aus Sandefjord und den Ortsteilen Tettstedene, Andebu oder Andebu, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5 weitere. Ich spare mir das. Das Wappen ist dieses Mal relativ einfach. Das ist ein gelber, normaler Wappenschild mit einer steilen, schrägen, ich nehme an, das ist ein sich aufbäumendes Boot und einem Typen, der einen Speer hält. Ich tippe mal auf Walfang. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gucken wir uns bei ihm um hier, ne? Ob wir irgendwo Wale sehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Dafür ist die Küstenlinie leider zu schmal.
Also ich meine den Abschnitt, diesen grünlichen Abschnitt, das ist das echte und das dunkelblaue ist das künstliche Meer. Das wird da eingesetzt, wo die Satellitenbilder schlicht keine Satelliten mehr haben. Wo sich irgendjemand gesagt hat, mein Gott, wir brauchen irgendwas nicht, nämlich Satellitenbilder von offenem Wasser. Ja. So, noch ein Wappen, hui! Das frühere Wappen, das finde ich viel schicker. Ein Wikinger-Schiff auf gelbem Grund mit einem Wal, der darüber springt. Ha! Guckt euch das mal an in der, Wikipedia. So hieß das Ding. Das wichtigste Zeugnis aus der Wikingerzeit ist das Königsgrab Gokstadhaugen und der Handelsplatz Kaupang oder auch Skiringssal in Tjulling. Kaupang war einer der großen Handelsplätze der Wikingerzeit und sein Umkreis, der Viken genannt wurde, oder Ficken, je nachdem, war eine wichtige Station für die Küstenschifffahrt der Wikinger. Der Meeresspiegel lag damals 2 Meter höher als heute. Ach, 2 Meter höher lag der Meeresspiegel. Ich höre jetzt schon wieder die Jammern, die sagen, Klimawandel! Ja, anscheinend stellen wir dem Klimawandel, falls wir überhaupt schuld sind, den alten Zustand wieder her, ne? Die Wikinger hatten also schon 2 Meter, nicht irgendwie 3 Zentimeter, die hatten 2 Meter höheren Meeresspiegel ohne Klimawandel, ohne Abgase, ohne CO2 und überhaupt, und sie haben es überlebt. Als heute und als Olaf Geir Stadalf um das Jahr 900 mit seinem Schiff in Gokstadhügel begraben wurde, lag das Ufer wesentlich näher am Grabhügel als heute. Sowohl die Vesteruja als auch die Usteruja waren ohne Landverbindung und die Schiffsroute zwischen den Tunsbergfjord und dem Sandefjordsfjord. Alles klar, der Sandefjordsfjord. Na, hoffentlich ist da nichts doppelt, Leute. Wurde 1880 ausgegraben, Gokstadtschiff, Wikingerschiff mit blockhausartiger Grabkammer und reicher Ausstattung, Betten, Kochgeschirr, Segelzeug, Waffen und ein Zelt sowie 12 Pferde, 6 Hunde und einen Pfau. Mitten in der Grabkammer lagen einige Menschenknochen und ein Schädelfragment. Lange glaubt man, es handelte sich dabei um die Überreste von König Olaf Geierstadalf, der dem ostschwedischen Königsgeschlecht der Inglingen zugerechnet wurde. Die Funde des bla bla bla. Ja, lange Zeit glaubte man. Ja, aber was glaubt man denn jetzt? Ja, ja. 1850 wurde Sandefjord ein Zentrum für den Walfang in der Nordsee und an der Küste von Finnmark. 1905 ging die erste Walfang-Expedition in die Antarktische See. Der Walfang brachte eine neue Blüte. Ende der 1920er Jahre hatte Sandefjord 90 Walfangschiffe und 15 Walkochereien. Möchtest du gekochten Wal? Wir hätten gerade noch 10, noch 5, noch euer, wie viel? Wir würden jetzt gleich 2 haben. Wurde der Höhepunkt des Walfangs erreicht. Danach ging diese Aktivität dann zurück, weil der Wal in der Antarktis fast ausgerottet war. 1967, 68 wurde der Walfang ganz eingestellt. Ja, wann denn nun? 67 oder 68? Wurde eingemeindet. Interessiert kein... Wappen. Eine Wappe. Ich werde hier in Schweden also ständig irgendwelche heraldischen Deutungen zu hören kriegen. Das ist klasse. Blasonierung. Was mag eine Blasonierung sein? Irgendwas mit Blasen wahrscheinlich nicht. In Gold ein schräggestelltes, wachsendes, schwarzes Walfangboot. Daraus wachsend ein breitbeiniger, schwarzer Walfänger, die leicht links schräg Harpune in den erhobenen Händen. Verkehr. Ja, nun, in einem Kaff, das Ficken heißt, ist ja wohl kein Kultur, Sport, Söhne und Töchter der Stadt. Da kann ich wieder, ne, ihr wisst ja, rückwärts. Norwegische Sängerin in Schweden. Schiffsbauingenieur, norwegischer Nationalspieler in Schweden. Norwegischer Autor in Schweden. Was rede ich denn da? Wir sind doch gar nicht in Schweden. Ich lästere schon, bevor ich überhaupt... nein, das geht gar nicht. Also nochmal, norwegische Sängerin in Norwegen. Aber mal gut, dass das extra hier nochmal beisteht, dass es eine norwegische Sängerin in Norwegen ist. Also Schiffsbauingenieur, norwegischer Fußballnationalmannschaft, norwegischer Autor, Handballspieler, norwegischer Handballspieler, norwegischer Segler, norwegischer Fußballspieler, norwegische Sängerin, norwegische Schriftstellerin, ein Reeder, ist wahrscheinlich kein Norweger, Werfesitzer und norwegischer Sänger. Weblinks, Ende, egal.
6 Minuten bis zur Landung, 3 Minuten bis zum Waypoint, das geht ja fix diesmal. Das sind ja auch nur etwa 20 Meilen. Hat es auch schön gezeigt, da seht ihr es, ne? 17,7 Meilen plus Anflug. Und das Ganze ist dann ungefähr. Ja. Ja, ne, da seht ihr, da sind wir in Oslo damals losgeflogen oder jetzt hier oder wenn wir hier. Ihr seht auch, die Flugstrecken werden mitunter etwas länger. Also diesmal liegt die also nicht so sklavisch auf 50 Meilen, dass ich immer irgendwo in irgendeinem Fjord auf dem Wasser landen muss, sondern es soll schon so sein, dass ich nach Möglichkeit auf Flugplätzen lande. Wenn es ganz dünn wird, kann ich mir vielleicht mal irgendwo eine Landung, also so eine außerplanmäßige Landung irgendwo, nach dem Prinzip such dir mal eine Landebahn in einem Fjord, kann ja auch lustig sein. Aber ehrlich gesagt, so lustig ist es auch wieder nicht. Es hat technische Probleme, also nehmen wir einfach ein schnelleres Flugzeug, dann sind wir ungefähr eine halbe Stunde da. Na, wir haben jetzt schon wieder 11 Minuten haben wir nur gebraucht. Wow, und ich fange an, ich rede schon wieder schneller, als ich sabbern kann. Wir haben 35, 38 Frames pro Sekunde. Siehe ganz links unten im Bild. Ganz links unten im Bild, das geht sowieso toll, ganz toll mit links unten im Bild, wenn man in ganz voller Größe guckt. Da ist ja klar. Und dann lassen wir auch gleich einen Thumbs up da. Ha, ha, ha. So. Genau, den wieder rein. Ganz rein sogar. Oh, wir kriegen schon wieder Farbe von den bösen Wolken. Das heißt, wir haben Wetter. Na, beim Starten hat man noch kein Wetter. Ich halte das nur mal sicherheitshalber fest hier. So, Höhe. Ich gehe mal auf 1,7 gehe ich einfach mal runter. Da sind wir aus dem größten Wolkengedöns da raus. Und brauchen uns auch nicht so großen Kopf drum zu machen, dass die Sicht irgendwie schlecht werden könnte. So, halb links von uns, irgendwo da, wird wohl ein Flugplatz sein. Ja, auch da habe ich externe Gebäude für runtergeladen, weil ich dem serienmäßigen Krimskrams von X-Plane die Zusammenhang nicht mehr traue. Ich klappere jetzt vorher die ganzen Flugstrecken immer ab und lade extra Scenery runter, sofern sie vorhanden ist. Wenn keine da ist, kann ich logischerweise keine runterladen. Und ich teste sie nicht zwingend vorher aus, das heißt, manchmal passt sie und manchmal nicht. Und wenn sie nicht passt, Pech gehabt! Oh Gott, bin ich schon wieder groß. Ja, die Gesichtserkennung in der Kamera erkennt ganz toll Gesichter, nur nicht zwingend meins. Ja, ja, Norwegen ist ein flaches Land. Erinnert mich sehr an Niedersachsen. Oh, wir drehen uns ein. Dann sollte ich mich vielleicht auch mal eindrehen. Mich da reinsetzen in ein Freeware-Flugzeug, das ich möglicherweise demnächst löschen werde, weil die Farben so absolut grauenvoll sind. Ja, da ist auch die Landebahn. Demzufolge kann ich den Kleinkram. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, die Landung vom letzten Dings zu wiederholen. Also dieses Replay-Dingsbums zu machen. Na gut, ist nicht so tragisch. Die Landung war viel zu gut, um sie nochmal zu machen. Da muss ich mal sehen, dass ich hier eine aufregende, spannende Landung hinlege, damit sich das auch lohnt. Nein, das werde ich nicht machen. Ich nehme jetzt den Autopiloten raus. Ah! Das Ding reagiert auch ziemlich vorsichtig, heftig auf Ruderbewegungen. Das sind ja ideale Voraussetzungen für eine spannende Landung. Im 8 Knoten von vorne haben wir eigentlich Flaps. Ich glaube ja, ne? Haben wir einen Tacho, auf dem zu sehen ist, wo ich flappen kann. Watt 160, das wird aber Stundenkilometer sein, ne? Wir haben nämlich nur 81 Knoten drauf. Ja, es wird auch, es ist also böig, ich merke das von vorne. Wo sind denn hier die Gebäude? Das sieht so aus, als wären sie rechts, obwohl der Taxiway links ist. Das ist ja irgendwie unlogisch. Vielleicht sollte ich über die halbe Landebahn fliegen und erst da landen, wo Gebäude sind. Das spart sonst sich eine Menge Herumfahrerei. So, was sagen denn diese komischen bunten Dinger da auf dem Tacho? Die sagen, wir sind noch zu schnell für irgendwelche Flaps. Na schön. Dann ziehen wir die Mühle noch ein bisschen hin.
Ich bin etwas ratlos, ne? Warum ist der Taxiway auf der linken Seite, während die Gebäude auf der rechten Seite sind? Andersrum wäre er irgendwie vernünftiger. So, ich ziehe mal ein bisschen an und dann werde ich langsamer und dann kann ich auch endlich die Flaps schon mal rausschmeißen. So, ich mache mal zwei Flaps. Ja, und jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Gas, damit die Mühle überhaupt schnell genug bleibt. Ja, so ist das schon ganz gut. Und jetzt mal absichtlich ganz spät aufsetzen. So langsam sind wir jetzt, also wir haben noch 60 Knoten drauf. Wenn der böige Gegenwind nicht wäre, wäre das Ganze noch erheblich leichter. Dann könnten wir direkt auf dem Stadtplatz da hinten aufsetzen. Braucht man sich so den Taxikram, kann man sich sparen. Vielleicht zahlt man ja auch keine Landegebühren, wenn man gleich direkt am Standplatz aufsetzt und die Landebahn gar nicht benutzt hat. Ja, good afternoon, Kim. 82 Mike, so much online, 20 Hallo, Kim, 82 Mike. So, sollten wir ein bisschen tiefer gehen. Kim, 1386, 18 degrees, the land, the wind is 25, maximum 22 knots. Kim, 1386, Kim, 1386. Owner, 372, runway 24, Kim, take off. Ja, typischer deutscher Autofahrer will immer rechts vor der Mittellinie landen, ne? Oh. So ein bisschen Gegenwind und dann so extrem langsam fliegen, das merkt man denn doch schon. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo denn unten das Fahrwerk anfängt. Lassen wir aber Gas raus, sonst schweben wir ewig rum. Oh Gott, einmal ein bisschen Gegenwind. Komm, ich lande gleich da einfach direkt drin, hinter der roten Linie. Wir haben jetzt 44 Knoten und das Ding segelt immer noch. So, jetzt sind wir unten. Gas ist raus, Bremse ist rein, damit wir nicht gleich wieder abheben. Flaps auf jeden Fall ganz schnell wieder hoch. Ah ja, und schon kommt der Schwanz hinten runter. Jetzt ist es wieder interessant mit dem Steuern. Ich ziehe einfach das Ruder an, sodass hinten das Rad auf den Boden gedrückt wird und hoffe, dass das irgendwas bringt. Ich sehe natürlich nichts, wo ich hinfahre, aber... Ja, seht ihr, schon geht das los hier mit dem... Ich drehe mich mal ein bisschen. Am besten bleiben wir hier irgendwo stehen, weil großartig Kontrolle habe ich eh keine. Ja, hätte schlimmer kommen können. Ich schiebe das mal auf die neuen Ruder, dass sie so einigermaßen glimpflich hier angekommen sind. So, das ist rot, das sieht gefährlich aus, da passen wir prima hin, wir sind gefährlich. Bremse rein, Bremse ist drin, Motor ist aus. Dann müssen wir noch aussteigen, genau, einmal rumlaufen. Habe ich das im letzten Video auch nicht gemacht? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, also... Junge, so langsam wird der Keks weich. Ja, ein drolliges Ding irgendwie, ne? So ein bisschen Plastik und kostet wahrscheinlich 100.000 Euro oder so. Aber ist gut für die Ökobilanz, da fliegt ja nicht viel. Ja, endlich lohnt sich das mal wieder, sich umzugucken. Hier sieht man richtig einen Flughafen, sehr schön, das gefällt mir. Ja, und dann gucken wir jetzt mal rüber, der Landeanflug. Dafür, nee, den lassen wir drin. Alt R. Channel 671, copy that, we are lining up waiting, at 24 sir. So, da arbeiten wir uns hier schon mal ran. Hallo, Ken 98 Quebec and traffic. Und lass es schon mal laufen, obwohl das ist schon ganz schön weit, ne? Ken 56 Tango traffic is. Genau, von da aus. Ja. Die Augenkamera kann auch weg. Ja, schaukelt schön, ne? Wo sind denn überhaupt die Flaps? Viel davon zu sehen ist ja nicht. Ja, Geschwindigkeit 56 Knoten. Kann man eigentlich vorher schon aussteigen, ne?
Pech, das Ding hat keinen Tacho, das Ding hat einen Kalender. Delta 165, hello. Aber gut, dass das nur 20 Meilen waren. 165 in sequence behind the KLM, line up 24007. Sorry, I'm blocked. Delta 165 in sequence behind KLM, line up 24007. Line up in wait, Sierra 7. Oh Gott, dass ich unterwegs nicht eingeschlafen bin. Das ist nur meinem munteren, lebhaften Naturell zu verdanken, dass ich mich wach halten konnte. Ich sehe gerade hier, das ist sehr praktisch, der Schubhebel ist ja runter und ich sehe hier auf meinen Tablets auch die Daten, also Radiohöhenmesser, Schub, auch der Schubregel, wie viel Prozent Schub ich reingebe und so weiter. Also für rückwirkende Kontrolle schon höchst interessant das Ganze. Ja, Segel. 60 Knoten. Ja, ich weiß, er zeigt euch 52 an, aber er zeigt mir hier 60 an auf dem Tablet, 55. 50 Knoten. Auf Knoten Gegenwind haben wir übrigens ziemlich genau. 44, 43 Knoten, 42 Knoten, 41 Knoten beim Aufsetzen. Ist 39. Also ist schon. Wow. Ja, genau. Das sieht der Tower gern. Wenn so Spornradflieger mit angelüpftem Spornrad noch von der Piste dengeln. Ja. Wunderbar. Hat toll funktioniert. Jetzt muss ich nur wieder Alt-R drücken, damit es hier weg ist. Da sind wir wieder da. Danke fürs Mitfliegen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht. Wenn. Also, und wohin? Mal schauen. Bis dann. Tschüss.